Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli. Und zwar zum Video Nummer 97. Das Video 97 schließt im Grunde genommen nahtlos an dem Video 96 an. Man könnte sich fast vorstellen, als wenn ich es geteilt hätte. Habe ich natürlich nicht. Ich habe es separat gemacht, weil es ist ja auch der erste Teil in der letzten Woche gemacht worden und der andere Teil in der vorletzten Woche gemacht worden. Naja, und so weiter und so fort. Auf jeden Fall möchte ich euch das zeigen, wie ich da jetzt weitergemacht habe. Ich habe ja sehr, sehr schöne Kommentare wieder bekommen und zwar auch zu dem Thema, warum ich denn das so überhaupt übermale, warum ich die Steine nicht so in Naturfarbe lasse. Das geht nicht. Bin ich ganz ehrlich, ich kann die nicht in Naturfarbe lassen, weil du hast natürlich dann immer den Effekt, dass man das Gefühl hat, Entschuldigung, ich nuschle gerade ein bisschen. Ich bin ein bisschen aufgeregt heute. Ich hatte eine Panne mit meinem Treik. Kann ich ja mal ein Bild einblenden. Und naja, okay, Fehler gefunden, aber ist egal. Es war jedenfalls ein bisschen sehr aufregend. Und nein, mal zu den Steinen nochmal zurückzukommen. Es ist so, dass die, ihr seht es ja, es ist verspachtelt. Wo soll ich denn den Spachtel die natürliche Farbe lassen? Das geht nicht. Natürlich sehen die Steine so schön aus. Aber glaubt mir eins, die Steine, nachdem ich sie bearbeitet habe, nachdem ich alles schön bemalt habe, jetzt ist ja nur Grundierung drauf. Die sehen wieder meines Erachtens sehr, sehr natürlich aus. Und von der Seite, ich habe versucht, mich bei den Bemalen der Steine zum Schluss, wie gesagt, was wir sehen, ist alles nur Grundierung jetzt hier. Nach dem Bemalen zum Schluss sehr, sehr ähnlich hinzubekommen, so wie sie am Anfang waren, so dass es eben auch alles ein bisschen nett aussieht. Ich habe aber auch versucht, die Steine passend zu machen zu dem, was ich schon habe, wo schon Steine auf der Anlage sind. Das soll sich ja wie so eine durchziehen durch die Anlage. Ja, was mache ich jetzt hier? Im Grunde hat man es schon gesehen, oberhalb der Arkaden, wo die Steine drauf sitzen, da kommt jetzt eine Plattform drauf, die ich ja gerade herstelle. Und auf die Plattform oder auf der Plattform, ihr kennt ja meinen kleinen Bahnhof Dobbingen, der oben ist. Oder kennt ihn nicht, ich weiß es nicht, ihr werdet noch kennenlernen. Und der wird jetzt sozusagen verbreitert. Also da hinten ist Dobbingen und hier vorne wird verbreitert, weil bis jetzt war das ja alles auf einer einzigen, oben der Bahnhof hat nur 5 cm, ja. Und jetzt kommen nochmal 5 cm circa dran, also er wird doppelt so groß. Erst hatte ich überlegt, da vorne noch ein Gleis hinzubauen, ein Abstellgleis, aber dann habe ich überlegt, naja Mensch, es muss ja auch noch ein bisschen was anderes auf die Anlage drauf und nicht nur Gleise. Ich bin ja schon froh, dass ich relativ viel Gleise jetzt verborgen habe da oben. Ich habe es ja damals angekündigt, es sah ja immer aus wie so ein Gleis Wüste da hinten. Und das ist jetzt weg, ja, weil das Gleis vorne unter den Arkaden verschwunden ist. Das Gleis dahinter ist komplett verschwunden, so dass man nur noch die beiden Gleise, wo die Hänger da oben stehen und wo der SpongeBob meine Gleise gerade reinigt, dass das nur noch zu sehen ist. Und hier gesagt, wie gesagt, die Plattform, das Stückchen hatte ich ausgespart da vorne, weil da kommt noch was hin. Und deswegen musste ich erst die Plattform oben drauf bauen und da kann ich jetzt erst die Steine drunter mauern sozusagen, so dass das eben drunter passt. Ansonsten hätte ich das nicht so schön rausbauen können, so wie wir es gerade gesehen haben. Und deswegen kam das jetzt im Nachgang, wird das also praktisch gemacht. Das klebe ich wieder mit Heißkleber schön fest. Und das, die Herausforderung ist natürlich wirklich immer, wie man jetzt gerade sieht, dass das immer so ein bisschen passt. Und aber ich habe es hinbekommen. Ich habe ein paar Steinchen gefunden. Ich habe ja jede Menge gesammelt. Ich habe ja in den letzten Tagen, wenn ich unterwegs war, habe ich immer Steine gesammelt. Die Leute müssen schon gedacht haben, der Dicke, der spinnt ein bisschen, aber ja, vielleicht tue ich es auch, aber ist egal. Ich habe jedenfalls Steine gesammelt, jede Menge, ich habe noch viel, viel mehr, aber okay. Und ich achte immer drauf, das müssen ja Steine sein, die scharfkantig sind, ja, ich wollte ja keine Geröllsteine aus dem Flussbett oder sowas, das bringt es ja nicht. Und entsprechend musste ich natürlich dann auch suchen und auch die Größe musste ja irgendwo passen, aber ich denke, ich habe die richtigen gefunden. Und ja, jetzt wurde das Ganze natürlich wieder verspachtelt, wie wir es in der letzten Folge schon gesehen haben. Und entsprechend auch oben alles schön verspachtelt. Und wie gesagt, die kleine Plattform, die da vorne herangebaut worden ist, die bekommt natürlich ihre eigene Aufgabe noch. Auch da wird drunter noch wie so ein kleines Haltegerüst-Dingens da gebaut. Muss ich mal sehen, was ich machen kann. Jetzt kommen wir zu meiner Spezialfarbmischung. Die Spezialfarbmischung ist natürlich alles ein bisschen Quatsch. Natürlich habe ich mir einmal hier so eine Riesensauerei angetan und habe mir eine
doch für mich Spezialfarbmischung zusammengestellt. Das ist wirklich aus vielen, vielen Farben für meine Anlage entworfen. Natürlich innovativ von mir. Nein, natürlich, so krass ist das nicht. Aber da sind Metalleffekte mit drin, da ist Mattlack drin, da ist manche glänzen ein bisschen mehr. Also da sind, glaube ich, 8 oder 9 Farben sogar drin, die ich mir zusammengemischt habe, so dass ich bei meiner Anlage zufrieden bin. Viele werden es noch wissen. Ich habe da schon lange nicht mehr drüber gesprochen. Meine Anlage hat ja ein Thema und das Thema ist Steampunk. Deswegen ja alles so ein bisschen verrostet, verdreckt, verölt und so weiter und so was und so fort bei mir sein soll. Das ist vielleicht jetzt mehr interessant für die, die doch neu dazugekommen sind, als für die alten Hasen, die vielleicht schon meine Videos länger gucken. Die werden es vielleicht noch wissen, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber ist ja auch nicht schlimm. Man muss das sich ja nicht merken. Gibt ja noch genug andere Videos in YouTube, die man gucken kann oder auch geguckt werden, was ja auch schön ist. Und ja, wie gesagt, und diese Mischung soll auch zum Teil metallisch wirken auf den Gleisen. Ich bemale damit hauptsächlich natürlich die Gleise von der Seite. Die Schwellen unten drunter, die bekommen immer einen anderen Braunton. Das heißt, die sollen ja wie Holz wirken, aber ich habe auch manche Stellen auf der Anlage, da haben die metallischen Ton bekommen, also Metallschwellen. Und da hatte ich auch mal die Anfrage, also gibt es doch gar nicht, natürlich gibt es Metallschwellen. Kann ich auch gerne ein Bild zu posten. Aber die meisten werden es wissen. Und jetzt kommt natürlich oben die Abdeckung jetzt drauf, die ich gemacht habe. Da habe ich jetzt noch Löcher reingesägt. Wir sehen es da hinten unter meinem Arm, unter meiner Kleberflasche. Und das sollen natürlich Löcher sein oder die Öffnungen sein, die Aufbauten, die jetzt nach oben drauf kommen. Ich habe da zum Beispiel meinen Bahnhof erweitert. Ich habe da meinen, vielleicht hört man es im Hintergrund ein bisschen, oder ich glaube nicht, mein 3D-Drucker, der läuft hier unten und quietscht sich einen ab. Und da baue ich gerade meinen Bahnhof oben noch, erweitere ich. Das drucke ich natürlich alles selber. Während das da hinten war ja damals ein Fertigbahnhof, den ich ein bisschen verändert habe. Und musste ich mich jetzt gestalterisch ein bisschen anpassen, dass der dazu passt, was da noch aufgebaut wird. Habe ich, denke ich mal, kriege ich ganz gut hin. Und auf jeden Fall, wenn da jetzt Beleuchtung oben noch aufgesetzt wird, da kommt ja noch ein bisschen was hin, vielleicht ein Weg oder eine Straße oder was weiß ich. Und hier vorne kommt ja noch ein bisschen was anderes hin. Da muss ich ja die Kabel reinkriegen. Und wir erinnern uns ja, dass ich jetzt, wenn ich da Kabel oben reinbohre, ich das unten nicht mehr rauskriege. Es ist ja noch mal eine Zwischendecke drin. Das heißt, die Arkade oben ist ja zu. Und dann ist ja wie so ein Hohlraum jetzt. Und wenn ich das Kabel reinbohre, komme ich ja gar nicht mehr ran. Also muss ich jetzt natürlich da oben das noch auflassen, so dass ich die Kabel da reinbringe und dann irgendwo nach hinten raus, da ne, so Richtung Dobbingen Bahnhof unterirdisch so rausbringen kann. Das geht noch. Und ganz zum Schluss, wenn das nachher oben geschlossen wird, wenn alles aufgebaut ist, wenn alle Kabel liegen, dann wird das tatsächlich oben zugemacht. Das wird verklebt. Und dann ist die Fläche oben zu. Dann kann man da auch nicht mehr ran. Was soll ich auch an ein bestehendes Kabel noch mal ran wollen? Ihr seht, jetzt mache ich das oben zu. Das ist natürlich nur draufgelegt. Da habe ich so kleine Plättchen eingeklebt, dass das so drauf liegen kann. Und jetzt schließe ich natürlich vorne. Da habe ich immer noch ein bisschen, man sieht es vielleicht hier im Vordergrund, immer noch ein bisschen gearbeitet mit Spachtel, also wo mir das nicht gefallen hat, wo ich das gesehen habe, Mensch, das sieht nicht gut aus, habe ich noch ein bisschen mehr gespachtelt, noch ein bisschen was drauf gemacht. Und damit ich oben die aufheben kann, habe ich da so kleine Schrauben reingedreht und dann kann man das machen. Und jetzt kommt es, oh Wunder, wird alles schwarz gemalt da oben. Das ist ja beim Uli so, der malt ja alles schwarz, der hat ja so eine Schwarzmalmeise. Ja, egal. Auf jeden Fall weiß ich es immer, ich sage es ja immer wieder, wenn ich was schwarz male, weiß ich, ich bin damit erstmal so weit durch mit der Stelle. Und da kann ich dann weiterarbeiten oder auch erstmal lassen und später bearbeiten. Und ja, jetzt sehen wir es hier im Hintergrund nochmal, wie es offen ist. Und das wird auch oben schwarz gemalt. Und das wird erstmal jetzt nur grundiert, damit ich weiß, das Ding ist fertig da oben. Und ihr seht, ich habe wirklich schön Platz gewonnen. Wenn man sich das mal überlegt da hinten, wo das auch so schräg bei den Gleisen weggeht, das war ja früher auch nicht. Habe ich ja auch dran geklebt vor 3, 4 Videos irgendwann mal. Und ich habe richtig Platz. Ja, das macht richtig Spaß. Ich kann da noch ein bisschen was hinstellen da oben. Und da habe ich halt Freude dran. Und jetzt sehen wir nochmal den Überblick. Und bedenkt wirklich bitte, das ist nur die Grundierung der Steine. Die sehen nicht so aus mehr. Ich habe auf meiner Platte, sind die schon fertig hier hinten. Das zeige ich euch nächste Woche.
Und jetzt können wir uns das nochmal in Ruhe angucken und ich denke, das kann man sehen lassen. Das ist keine Optik mehr von den Steinhaufen, sondern es ist eine schöne Gesamtoptik, also ein Gesamtbild geworden. Und somit sieht das eigentlich, was heißt eigentlich, es sieht nett aus und es gefällt mir. Und ja, und das wird jetzt als nächstes gestaltet, bemalt, wird fertig gemacht. Natürlich kommt dann noch Grün mit dran und was weiß ich. Hier vorne sehen wir auch die bemalten Gleise. Die sind von oben noch nicht gereinigt. Das mache ich alles mal noch in Ruhe. Wenn ich alles wieder in Betrieb nehme hier unten, wird auch bald kommen. Und dann haben wir entsprechend natürlich dann das soweit erstmal grundiert. Es ist soweit, der Grund ist gelegt. Ja, das ist schon mal das Wichtige an der ganzen Anlage. Der Grund ist gelegt. Und oben sehen wir noch die ausgesägten Platten, also eine leichte Wellenlinie drinnen. Na, aber das ging halt nicht anders, habe ich es halt so gemacht. Sieht man eh nicht, wird ja nachher alles verklebt und dann auch noch oben dann zugemacht. Und in der nächsten Woche geht es weiter mit der Gestaltung. Da kommt dann die Felsen werden bemalt, dann kommt der Untergrund hier drunter, dann kommt vielleicht schon Grün, muss ich mal sehen, wie ich es schaffe. Und da wird noch einiges gemacht. Ich freue mich bis dahin. Ich arbeite fleißig weiter, dass es was zu sehen gibt. Wir haben jetzt Ostern 2022, muss man mal dazu sagen, manch einer guckt das Video vielleicht erst später. Ich wünsche euch frohe Ostern und ich würde euch ein schönes Wetter wünschen für dieses Osterfest. Und dann sehen wir uns nach Ostern wieder. Macht's schön gut, bis dahin. Tschüss.